Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Seven Days to Die. Herzlich willkommen bei Abanacho. Wir werden heute ein wenig was tun. Ich brauche ja noch mehr Eisen. Das hier, das reicht ja nicht ansatzweise. Das heißt, das werden wir uns einmal besorgen. Was wollte ich noch? Ah, genau. Unterwegs noch ein bisschen Holz schlagen, denke ich. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Nee, da wollte ich nicht hier. Hier wollte ich? Nein, da. Doch, da wollte ich, genau. Weil die wollte ich auch noch mitnehmen. Die kann ich nämlich dann gleich wieder auffüllen. So. Nee, das reicht. Ja, das sollte wohl auch reichen. Ja. Das, ach so. Warte mal. Ja, dachte ich mir doch. Dann wird da, genau, da nämlich auch noch was drin sein. So, das kann ich dann da unten hin tun, sonst vergesse ich das nämlich. Ist ja dann auch doof. So, draußen steht irgendwie einer rum, deswegen bin ich hier gerade. War da nicht jetzt noch ein Glas oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ne, habe ich eindeutig falsch gesehen. Stop. So. Auch einmal auffüllen. Ich meine, ich hätte da noch was abzuernten. Und nee, ach so, dann gehe ich jetzt hier rum. Na, geh rüber. So, weil für diese Schutzmauer müssen wir noch ein bisschen was aufbauen. So, kommt einmal am Haus vorbei, so ist brav. Der ist nicht so brav da hinten. Einmal holen wir den. Hallo, komm. Huh. Willst du das wohl lassen, du Lümmel? Sag mal. So, und jetzt können wir gehen. Wo wollte ich denn hingehen? Ach, da wollte ich hin. Ja, noch kurz einmal abwärmen. Da war ja noch ein bisschen was, ne? Ich glaube, Blaubeerenkaffee. Den Mais, glaube ich, habe ich mitgenommen. Kartoffel weiß ich jetzt nicht. Ach, das ist immer, wenn man so lange nicht mehr im Spiel drin ist. Das ist schlimm. Ich hatte das ja schon mal auch als Kommentar, glaube ich, drunter geschrieben. Ich bin ja jetzt eine Weile tatsächlich schon, also wenig am Privatspielen und eigentlich nur am Let's Play machen. Und dann ist es wirklich so, wo man dann sagt, okay, früher ist es so gewesen, da wusste ich mehr wie die Let's Player und heute ist es eben so, da wisst ihr mehr wie ich. Deswegen bin ich auch bei Tipps immer ganz dankbar. Achso, nee, ich wollte erst da hinten hin. Weil ist tatsächlich so. Also wenn man erstmal mit Let's Plays anfängt, ist es so, dass man halt mehrere Sachen macht und auch natürlich guckt. Was möchte ich zukünftig noch machen? Ich habe da jetzt so ein bisschen, das könnte sein, dass bis die Folge kommt, dass da schon das eine oder andere dann oben ist. Ja, und natürlich durch den ganzen Kram ist es dann letztendlich so, dass man weniger privat spielt. Deutlich weniger halt. So, das könnte ich gleich mal brauchen. Und warum sind denn hier so viele Zombies? Okay, das, ja doch, das nehmen wir mit. War ja natürlich, ne? Ja, ihr könnt ja einfach mal hinterherkommen. Weil ich muss sowieso Bäume fällen. Naja, bis ihr da seid, das dauert noch. Aber die können wir ja mitnehmen. Dann stören sie nämlich nicht. Jo. Baum fällt. Du warst eindeutig noch zu weit weg. Okay, dann wie wär's denn hiermit? Gucken wir mal. Bob, bereite dich auf etwas vor. Vorsicht, Bob, Vorsicht, Vorsicht. Oh. Moment, ich habe noch einen. Nimm mal den hier. Probieren wir es nochmal. Wo bist du denn? Na, jetzt aber. Jetzt aber. Bob, Bob. Ach, so ein Armer.
Könnte einem ja richtig leid tun. Wenn er mich nicht immer so ärgern würde. Okay. Na. Das willst du ja wohl lassen, junge Dame. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind gerade ein bisschen viele. Ja, meine ich nämlich. Ach, Schnorchel ist das. Ja, ich habe dich auch... Moment. Dich habe ich auch gehört. Wie, da auch? Wie finde ich das denn? Ach, dann kann ich doch nicht machen, was ich machen wollte. Warte mal, Bella. Nein. Du, mach dich mal vom Acker. So. Und, du mach dich dann auch mal weg. Ne? So, und... Bob, komm mal mit. Was meinst du? Der hier? Könnte passen, oder? Ja, könnte passen. Gucken wir mal. Tim, warte. So. Ach. So doch nicht. Nein, was ist das? Ich will doch meinen Hals haben. Also, geh mir aus dem Weg, du. So. Holz. Wo ist Holz? Da. Gut, dann nehmen wir ihn auch noch gleich mit. Schnorchel, ich habe dir gesagt, anschneiden ist nicht. Das mag ich nämlich nicht. So. Oh. Moment. Den da. Komm mit, Bob. Komm mit. Sei, so ist fein. Ja, das geht einfach ein bisschen schneller, weißt du? Dann fällst du schneller um. Na, so ist doch fein. So ist doch, wo bist du denn? Da. Nicht. Wo habe ich meinen Helm gelassen? Kann er nicht schon wieder einen Helm kaputt sein? Das ist doof. Okay. Ist halt so. Ist aber doof. Das ist ja mal richtig. Ja, werde ich wohl zwischendurch nochmal zurückwandern müssen. Und mir einen Helm holen müssen. So ist denn der jetzt. Ich hab das so oft gar keine Ahnung. So, da haben wir das. Und, dann soll ich auch rein. Und der ist auch rein. Okay. Die kann ich mal direkt futtern. Die bringt sowieso nichts. So. Dann nehmen wir das Bäumchen noch mit und dann ist gut. Und davon können wir auch ein paar mitnehmen. Die können wir auch brauchen. Da sind auch noch welche. Ah, Kaffee, da ist er. Sehr schön. So. Okay. Ja, das Dumme ist, ich muss jetzt nochmal zurück und muss meinen Helm besorgen. Das ist mal... Das meine ich jetzt. Das mache ich später. Habe jetzt keine Lust zu, zumal 18 Uhr. Und 22 Uhr fangen sie an zu laufen. Und dann könnte das schon mal ein bisschen schwieriger werden. Das nehmen wir. So. Und das noch. Und das direkt wieder mal reparieren. Na komm, schmeiß weg das Ding. Und die dann halt dort. No, mach ich halt mehr mit Fackeln. Was soll's denn? Das ist ja so schlimm auch nicht. Und dann ist gut. So, jetzt eine Sekunde mal. Da ist er wieder. Und dann gehen wir jetzt in der Höhle rein. Und dann fange ich mal an der Ecke noch ein bisschen weiter zu graben. Das mache ich dann auch offline weiter. Und grab mich da ein bisschen durch. Weil ansonsten langweilig. Ne? So, wenn ihr da die ganze Zeit zuguckt.
Es dürfte auch ein bisschen dauern. Ich brauche einfach Eisen. Und dementsprechend muss ich da, mich mal ordentlich so ein bisschen reingraben. Jetzt dachte ich schon, meine Konstruktion wäre nicht mehr da. Das wäre ja unmöglich. Bisschen doof. So, mal einmal durchwandern. Wo? Ach, der geht aber. Der hat mich nicht gesehen. Nee, ich bin unnütz. Dann gehe ich jetzt da hoch. Alles gut. So. Wenn mich da keiner gesehen hat, ist auch gut. Aber warum jetzt mein Helm weg ist? Ja, muss ich mal gucken. Und ich habe das Wasser auffüllen auch vergessen. Das mache ich dann auch. Das mache ich dann auch alles, wenn ich mal einmal kurz einen Helm hole. Aber jetzt machen wir erstmal so, dass wir... Ups. So ist fein. Dass wir jetzt erstmal hier weiter gucken. Was wir denn hier noch so Schönes haben. Das würde ich nämlich jetzt ganz gerne mal wissen. Machen wir mal so. Okay. Warum habe ich denn nicht so Frame einbußen? Hip. Warum nicht? Okay, dann machen wir, kämpfen wir uns halt mal nach oben und gucken mal, wie weit das hier noch nach oben geht. So. Ich glaube, das ist ganz gut. Was hatten wir denn? Ach, da kann ich jetzt doch, kann ich ja. Moment. Wir hatten dort noch was, okay. Da wollte ich nämlich eigentlich auch mal links geschaut haben. Stimmt. Hier können wir uns auch noch reingraben. Ist noch ewig viel Material da. Ich muss doch noch mal einmal gucken. So, und da vorne. Ja, hier ist ja überall noch. Also sollten wir auf jeden Fall noch genug Material rauskriegen, um uns da den Schutz... Achso, und hier ging es schon runter. Ja, nee, das ist jetzt hohe Wirke. Ach, schlaues Kärchen, Abo. Ganz schlaues. Komm, du bist hier runter, also kommst du auch wieder, Na, nee. Okay, so geht dann auch. Hauptsache, ich komme wieder hoch. Nee, egal wie. Und wenn die dann nämlich gleich anfangen zu laufen, dann kann mir das mal, das ist auch Eisen noch, kann mir das mal Husebiake sein? Gut, also wenn wir da vorne nicht mehr so viel finden, dann haben wir hier auf jeden Fall noch genug. Das ist schon mal gut. Und wenn wir dann hier oben alles weg haben, dann gucken wir halt, wie viel da unten noch ist. Da haben wir ja auch noch ganz unten was. Und dann ist auch gut. Ja, das halte ich jetzt mal für keine so schlechte Idee. Von daher machen wir das mal so. Denke ich. Ja. Ich würde aber ungern jetzt den ganzen Gravel auf meinen... Oh, oh. Das sieht aber... Wieso ist mir denn jetzt das Gravel entgegengekommen? Ich musste aber auch erstmal den ganzen, dass mir der hier nicht entgegenkommt. Das ist nämlich dann mal ganz schwierig. Weil das könnte wehtun. Also so richtig wehtun. Und das mag ich dann auch nicht. Okay, aber so ist es jetzt. Ich will ja nicht meckern, aber aussehen tut's wie Kohle. Okay. Kommen wir jetzt hier. Das ist aber auch laut. Da geht's auch noch weiter. Okay. Freigraben. Fangen wir hier an. Ne, da müssen wir mit der Schüssel. So ist fein. Okay. Dann... Da. Alles jetzt nicht ganz so einfach. Okay.
jetzt erstmal hier eine Höhe reingraben. Dass ich hier stehen kann nach Möglichkeit. Das wäre ganz gut. Ah ja, das sieht gut aus. Ja, noch nicht ganz so gut. Ich muss hier noch einen höher. Sonst zu eng. Na komm schon. So ist. Okay. Da graben wir uns später auch nochmal durch. Jetzt wird es allerdings... da muss ich hin. Nicht so einfach. Okay. Weil ich muss ja irgendwie auch gerade Stellfläche haben. Gerade wenn man jetzt nicht mehr sieht, wo ist jetzt eigentlich Gravel. Das sieht man auch nicht immer. Und dann fällt es einem plötzlich auf den Kopf und doof. Und doof mag ich nicht. Deswegen besser immer so, dass man sich ein bisschen geschützt hinstellen kann. Das wäre ganz gut. Ah, da ist schon wieder ein Grafikfehler. Das ist jetzt nicht so doller. Aber okay. Das, oh, sehr schön. Sehr schön. Mein Helm ist futsch. Aber den hatte ich doch repariert, oder nicht? Wieso ist denn der jetzt weg? So, was habe ich denn jetzt? So, den... Nee, das machen wir mal anders. Das ganze Material packe ich mal nach unten. Ja. Ich glaube, so ist das ganz gut. Dann weiß ich immer, wo es ist. Ich glaube, so ist ganz gut. Wie viel Baum hatte ich denn jetzt drin? Okay. Ups. Da ist dann doch Material, ja. Na nö. Nicht veräppeln. Okay. Ich fühle mich gerade ein wenig... Ich sehe aber jetzt dummerweise auch nicht viel mit Helm. Aber jetzt... ohne Helm. Aber jetzt nochmal loszulaufen ist ja auch blöd. Das heißt, schwierig. Ganz schwierig. Ja, machen wir erstmal das alte Bett, genau. Ja, nee. Ist... Ja, und jetzt kommt hier der Gravel zum Vorschein. Okay. Das muss ich wohl anders machen. Nee, Kinders, ich brauche dafür einen Helm. Das geht so nicht. Das heißt, ich mache jetzt hier an dieser Stelle wohl erstmal Feierabend. Dann muss ich die Nacht abwarten, dass ich mir einen Helm holen kann. Obwohl, nee, das könnte doch... da ist auch Quelle, okay. Das ist aber jetzt merkwürdig. Ja, das sieht schon mal nicht übel aus. Oh, noch mehr. Wie? Und noch mehr Gravel. Gibt also noch einiges wegzuschlagen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da ist auch eine ganze Menge noch. So wie es ausschaut. Also ich muss jetzt erstmal bis zum nächsten Morgen warten und dann muss ich mir erstmal... erstmal einen Helm besorgen. Das geht ja sonst gar nicht. Ich glaube, so ein, zwei, drei Stück habe ich ja noch. Ich frage mich nur, warum ich jetzt gerade... Will er mich veräppeln? Ja. Okay, meine Lieben. Dann verabschiede ich mich jetzt erstmal. Hol mir morgen früh meinen Helm. Grab mich halt hier im Dunkeln nochmal durch. Nur für euch ist das jetzt nichts, wenn ich mich hier im Dunkeln durchgrabe. Und ich grabe jetzt einfach mal so ein bisschen hier rum. Und dann ist das relativ. Dann gehe ich morgen früh kurz los, hole mir einen Helm. Dann kann ich auch gleich das Wasser auffüllen.
Das ist ja dann auch nicht so verkehrt. Und ja, dann gucken wir mal, wo denn das Ganze hier endet, beziehungsweise wie viel Eisen und anderes Material hier noch drin ist. Und das mache ich jetzt mal offline, weil ich denke mal schon, das wird locker einen Ingame-Tag dauern, hier sich so einmal durchzugraben. Das wären dann quasi jetzt 2,5 Folgen Höhlengraben, ist ja auch langweilig. Das heißt, das mache ich dann mal kurz alleine, ja. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, Tag 28 morgens. Denke ich, ne? Müssten wir uns dann wiedersehen. Alles klar. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da, teilt es auf euren Social Media, ihr kennt das Spielchen. Und dann hören wir uns in alter Frische. Bis dahin, bye bye.